Am Wort ist Gerhard Schmidt, er ist ohne Fraktion. Danke, Frau Präsidentin, Frau Präsidentin des Rechnungshofes. Zum Thema AMA, Rechnungshofprüfung. Österreichs hohe Qualität landwirtschaftlicher Produkte ist weitgehend bekannt und geschätzt. Dem nicht aus der Landwirtschaft stammenden Konsumenten ist die AMA überwiegend aus einer massiven Werbung bekannt. Betreiber landwirtschaftlicher Betriebe hingegen werden eine völlig andere Einschätzung beklagen. Wiederholt dringen nicht nachvollziehbare Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe zum Nachteil der Landwirte an die Öffentlichkeit. Als vom Staat ausgegliederte Gesellschaft übernimmt die AMA Kontrollaufgaben, Verwaltungsaufgaben, Lizenzverwaltung, die Abwicklung von Leistungsentgelten und die Prüfung von Förderprogrammen. Es ist bekannt, dass Prüfverfahren beispielsweise in der Tierhaltung oder bei den Almflächen restriktiv und teilweise nicht nachvollziehbar geführt werden. Derartige Maßnahmen fördern die Landwirtschaft keinesfalls. Das Gegenteil ist der Fall und führt zu zahlreichen Betriebsschließungen. Ebenso ist bekannt, dass Konzernproduktionen von der AMA nicht bzw. äußerst selten und großzügig geprüft werden. Bäckereien und Brauereien hingegen trifft es restriktiv, deren Produkte ebenfalls Produktsicherheit voraussetzen würde. In diesem Zusammenhang muss auch die Gentechnik angesprochen werden. Eine Gentechnik, die neben Versuchsflächen auch durch Freihandelsabkommen wie CETA eine Gefahr für die heimische Landwirtschaft und den Konsumenten darstellt. Mit zunehmender Prüfaktivität der AMA erscheint die Forderung einer Rechnungshofprüfung durchaus gerechtfertigt, denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Danke.